Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier in der Rheinacher Weide. Hier ist ungefähr Rheinach, da ist ein großes Fest. Es sind echt viele Leute, ich kann leider nicht hin wegen Copyright-Musik. Ja, jetzt ist die Musik gerade aus. Also das ist die Rheinacher Heide, die geht sehr lange Richtung Basel und dann ist ja noch die Grün 80 oder einfach Park im Grünen momentan. Die war 1980 ein Riesenfest, die Grün 80. Und gehört jetzt, glaube ich, der Migro. Und die Rheinacher Heide ist ein Naturschutzgebiet. Hier sind die Blumen überall noch, weil hier nicht gemäht wird. Die Gräser sind recht hoch. Jo, und ich gehe jetzt durch den Biberpfad. Der wird hier beschrieben. Das habt ihr, glaube ich, schon mal ein bisschen gesehen auf dem Handy. Und jo, ich tue jetzt die GoPro natürlich gerne wieder mehr verwenden. Es ist recht schwer. Ich habe einen schweren Rucksack und sie geht leider immer wieder aus. Also ich weiß nicht genau, was dann immer das Problem ist. Einfach, ich muss da irgendwie diese Auto-Energiespar-Ding ausmachen. Wenn das jemand weiß, wie in einer GoPro Hero Black 10 das ausgeht, dann dürft ihr das gerne sagen, weil ich brauche es unbedingt. Ich muss wissen, wie es geht. Jo, also der Biberpfad. Momentan sind, glaube ich, die Biber noch nicht so da. Also sie sind sicher da zum, ja, wie sagt man so schön? Wer scheißt hier hin? Hässlich. Aber hier ist der. Die Biers, nicht der Rein oder die Ergolds. Gut, also wir gehen ein bisschen hier durch. Ich habe geplant, ich gehe noch zur, wie sagt man schon? Die Kathedrale, nein, es ist keine Kathedrale, es ist, ich weiß gar nicht die Bezeichnung, von Arlesheim, das ist ungefähr in die Richtung. Und jo, ich hoffe, es ist genug laut mit meiner Stimme. Ja, das ist auch ein bisschen Grund, wieso ich Handyaufnahmen eher gemacht habe. Und ich habe die Hero 10 Black nicht immer dabei. Jo. So, das war eine Biberbaut hier. Riesiger Baum. Und ein kleiner Wasserfall. Genau. Wer auch auf Instagram mir ein bisschen zuschaut, ich habe ein paar Fotos gemacht von der Biers. Da ist ein Schmetterling. Und überall Vögel gezwitschert, genau. Ich weiß nicht, ob der Wasserfall bei euch jetzt lauter ist oder ich. Also ich hoffe, ich bin lauter. Aber es ist eben nicht ganz so gut eingestellt von Grund auf. Also wer eine Hero, also eine GoPro allgemein kennt oder hat, der darf mir gerne ein bisschen helfen, weil es gibt nicht gute Tutorials. Zum Beispiel mein Brustkorbhalter, also dass die Kamera an der Brust ist, dieser Halter, der geht auch nicht. Da fehlt irgendwie ein Teil, was sie nicht mitliefern. Und da weiß ich auch nicht, wo ich das herbekomme oder wie es geht. Vielleicht geht es ja trotzdem und ich weiß nicht. Hier sind, glaube ich, manchmal so ja, sehr viele Leute. Ich würde nicht gerne so reden, wenn mir drein geredet wird. Ja. Jetzt. So, nochmal so ein Megabaum. Also so ist Naturschutzgebiet. Und eben für die Biber vor allem sehr viel Unterschlupf. Hier hat es jetzt keinen Biberbau. Aber es war, glaube ich, mal einen. Ja. So, wir sind eben auf dem Weg zu Arlesheim und dort ist der Dom. Arlesheimer Dom. Das ist die Bezeichnung, nicht Kathedrale, ein Dom.
Und dann gehen wir in die Ermitage, oder Ermitage, Französisch. Und das ist östlich von Arlesheim. Und eben Rheinach und Arlesheim sind so ungefähr 3 Kilometer südlich von Basel. Also falls ihr mal Google Earth, Google Maps oder so verwendet, Basel und dann einfach 3 Kilometer südlich. Sofort zu finden. Und das ganze Birstal, eben hier an der Birs, ist ein Naturschutzgebiet. Nur die Städte und Dörfer hier sind kein Naturschutzgebiet. Oder sie werden auch so ein bisschen, oder dass die Parks nicht so für Menschen sind, sondern für die Natur. Also die Menschen dürfen durchlaufen. Aber es wird sehr wenig geschaut, damit alles sehr viel natürlicher und wilder wird. Musste der Mensch ein bisschen eingreifen, damit wir durchlaufen können, sonst müssten wir drüber laufen. Hinten. Ja, ich werde unten in die Kommentare einen Zeitstempel machen. Ich kann, glaube ich, noch nicht im Video unten im Player diese Zeitstempel hinzufügen. Wahrscheinlich wieder ab 1000 Abonnenten oder so. Oh, süß. Wie geil. Ja. Und ja, wir müssen ein bisschen schauen auf die Energie. Ich werde wahrscheinlich doch mehrere Vlogs machen müssen. Kurzvlogs oder so. Und dann einfach immer kurz ein bisschen laufen, damit wir wieder etwas Spannendes haben. Um dann wieder einen neuen Vlog zu machen. Hier auch Biber. Dreck angeschwemmt oder so, dass die Biber hinterlassen haben, dann hier hingeschwemmt wurde. Ja, ich dachte jetzt, wir hätten noch ein paar andere Tiere, aber wenn es so viele Menschen gibt, es ist ab Pfingsten, oder? Also was ist das, der 29. Mai, glaube ich, heute. Ob das jetzt, also Pfingsten ist auf jeden Fall, aber ob der 29. ist, ich schaue mal kurz. Ja, mein dreckiges Handy ist einfach ein bisschen fettig. Ah, hier ist so ein, ich weiß es nicht, jemand hat mir gesagt, dass das Ding sind, also nicht Dachse, Dachsen machen, bauen, Fischotter oder auch Biber. Also hier sind es wahrscheinlich Biber. Also schauen wir mal, der 29. Mai, ja. Hier ist es zu sehen. Jo, genau. Machst du Handy mal kurz? Handy hat sich abgeschaltet, so jetzt. Was wollte ich zeigen? Eben die GoPro-App. GoPro Quick. Und ist auch relativ kompliziert. Ja, PlantNet zum Bestimmen, was es für eine Pflanze ist. Zum Beispiel diese Blumen da. Muss man da drunter. So, und dann kurz ein Foto machen. Na, muss ich direkt. Schauen wir mal, was es ist. So, ein Foto ist gemacht. Jetzt muss ich hier. Die blöde GoPro. Wer hat solche dummen Einstellungen eigentlich direkt reingemacht? Wenn man braucht Energie sparen, dann sollte man das auch irgendwie anschalten können oder ausschalten können. So. Dann schauen wir mal nach Blüte. Was ist das? Gewöhnlich Nachtviole. 75%. Also jetzt ist es dunkel, jetzt seht ihr das auch hoffentlich ein bisschen. Jo, und ja, das ist zum Beispiel für mich gut, weil ich halt auch immer wieder ein bisschen die Natur kennenlernen will, ein bisschen lernen davon. Boah, diese Brennnesseln, boah, riesig, fast so groß wie ich. Okay, der Boden ist auch ein bisschen größer. Jetzt.
Ja, leider nicht gerade die Saison. Gut. So. Also es wurde gewünscht, dass ich mehr Vlogs aus dem Haushalt und so machen soll. Da werde ich einfach die Tage mal aufnehmen, wie ich den Kasten einräume. Ich habe einen neuen Kasten, der so ein schönes Papageienbild vor dran hat. Das ist jetzt nicht gerade so ganz mein Geschmack, aber der war günstig und einfach sehr praktisch. Den kann ich einräumen, ein bisschen putzen, dann noch zuvor noch ein bisschen umräumen. Und ja, genau, so Sachen kann ich machen. Aber in der Wege darf ich nicht filmen, das möchten die Leute nicht. Weil die Leute vor allem an Ängsten leiden, also nicht gerne fotogen oder kameragen sind. So, dann haben wir hier die schöne Brücke, wo ich den Namen nicht weiß. Einfach eine Brücke, die nach Arlesheim geht. Und in Arlesheim beim Dom werden wir wieder ein neues Video, einen neuen Vlog machen. Und es wird uns insgesamt drei, ja sagen wir vier Vlogs vielleicht geben. Jo, und jetzt öfters wieder. Also es ist eben nicht schön gewesen, die GoPro darf nicht nass werden und so. Es war immer wieder nass bei uns, immer viel geregnet. Der Mai war also fast untergegangen. So, jetzt haben wir wieder die Rheinacher Weide. Genau. Ja.